Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. One of your men, der hat irgendeine Queste für uns. Ja, komm. Wo magst du denn hin, Adam? Der Neue. Kaum neu und schon am Rumnerven. Wo will denn der hin? Ja, müssen wir mal gucken. Ah ja, nach Huerta. Oh je. Aber also passt, wir müssen eh irgendwann heim, ja. Wird auch mal wieder Zeit nach Hause. Ja. Das gute Alte in den Tag geht. Jo, schon so lange her, was wollt ihr denn alle? 50-50 oder nix? Nix. Achso, Roscoe hätte den removed, aber nee, ist schlecht, wenn wir den kriegen. Das ist ganz schlecht. Ja, wir segeln aber auch gerade mit Highspeed, oder? Wir segeln mit Highspeed. Tolle, tolle Highspeed. 1:1 Übertragung des deutschen Internets. Im VDSL-Format. Das gefakte. Alter! Kannst du, gibt's einen Vorspulmodus? Tut sich gar nichts. Nee, die nachfolgenden Sendungen. Ernsthaft. Ich gebe es ja nicht. Aber wir sollten gleich in der Strömung sein. Gleich. Gleich, ist klar. Bis dahin haben wir null Moral. Schneller! Ich hoffe, dass wir keine Piraten treffen. Das Logo von denen ist viel weiter unten. Sei optimistisch. Tschack! Oder keine Haie oder sowas. Oh! Eisberg voraus! Ja, Eisberg? Na, was ist denn da los, ey? Titanic 2.0, Naja, Eisberg Area. Fix the gap. All barrels from 1 to 10 barrels, alter Schwede. Okay, wie viele haben wir noch? 8 barrels. Nicht generell. Nee, von allem. Random Types, except Food. Also Essen bleibt verschont, aber irgendwas anderes könnte wegfallen. Oh Gott, und überleben sie es 3 Tage ohne Grog? Man weiß es nicht. Oder das hier ist noch besser eigentlich. 35% Chance nur. 3 bis 10. Ja komm, wir müssen ernst von denen machen. No. Ja, sehr schön. No, alles. Eisberge nicht gut. Jetzt Strudel, Eisberg, Sturm, alles nach. Piraten. Und die Piraten zu der Mitte so. Alter. Wir hätten hier vielleicht nicht im Winter herkommen sollen. Ich vermute, das ist ein bisschen wie bei Patricia damals, wo dann die Häfen auch zufrieren und so. Oh, Journal updated. Ich glaube, das hat sich auch hier gerade geupdatet. Das ist alles. Jetzt soll da hinten hin? Ja, da. Ja. Aber alles Richtung Nantucket. Es schreit alles danach, dass wir heim müssen. Das Spiel schreit danach. Hier sollt ihr nicht hin. Gut, dann würde ich sagen, zurück zu Honolulu auffüllen und dann machen wir die großen Reisen. Jetzt gibt's wieder ein Shanty. Randy Dandy, oh. Ah, okay, guck mal. Liest es? Das you ist ein could Loco, create a you could, und dann kommt Balbus Gesicht. You could create a safe dock in this area to hunt for food, search for water or chop woods. Hä?
Ja, mach mal. Da haben wir noch nie drauf geachtet. Ja, ne, noch nicht so wirklich. Create Safe Dock. Au! Oh. Ah ja, dafür braucht man 30 Wood. Achso, weil wir die Fässer herstellen müssen dafür, okay. Aber es ist eh auch blöd, das hier hinten zu machen, weil ich denke, man braucht. Ja. Das sollte man dann eher bei uns irgendwo machen. Ja, wenn man dafür 30 Holz braucht, ist ein Lager voll mit Holz, aber nichts anderem. Und naja, also ich weiß nicht, wie das Sinn da drin steckt. So. Versuchen irgendwie die Eisberge zu umschiffen. Ach, come on. Achso, passt eh. Passt. Ist nur in die Pause gegangen. Roll and dandy dandy, oh. Und die singen da. Wo oft denn? Da weiß ich wieder nichts tut da. Nur. Ach, aber voll gegen die Strömung schwimmen. Oh! Jo, Alter, wo? Aus dem Nichts oder was? Bam! Da ist eine Wolke über uns. Oh shit. Oh shit. Da hat's jemanden über Bord gehauen. Oh, was? Adam! Okay. Was ist das da unter mit 60? Hä? Wieso 30% und dann nochmal? Ach, und Roscoe auch. Okay. Ja, aber das ist sehr wenig im Vergleich zu 60%, dass er gesaved wird. Ja, guck mal, was da unten ist. Oder leave him behind ist auch gut. Er stirbt einfach fix. Ja, komm, dann probieren wir das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder? Ja, ja, müssen wir. Oh. Oh. Halleluja. Aber immerhin ist der Sturm vorbei. Alter Schwede. Alter Schwede. Und wie ist die Moral so? Der eine saunass, der andere auch, weil er dem zur Hilfe geeilt ist. Also Adam müsste eigentlich eine positive Moral haben dafür, dass wir ihn gerettet haben. Das ist eine absolute Teamstimmung hier jetzt eigentlich. Was ist denn da andauernd? Oh, jetzt steckt man wieder. Wind, ja. Oh. Vor allem wieso? Wir haben doch 6,6. Worauf wartet ihr denn dann? Hä? Hä? Okay. Was haben wir denn da schon wieder? Immer die 7 Leute mit der Harpune. Ja, das ist immer toll. Okay, was ist denn das? Becoming 80% was? Alkohol. Teetotal Moral. Wir werden kein Alkoholiker mehr. Okay. Nehmen wir mal gerne mit. Probieren wir mal. Ich glaube, das war gerade der 20%ige. Ja. Wir sind ein wir Säufer. Sind echt die Heldennation, ey. Jetzt sind wir ein Säufer. Grog Consumption. Gut, dass wir noch plus 100%. Es ist wieder geil, der Captain darf saufen. Der Captain, der Säufer, ey. Also wie der hier über die Weltmeere segelt. Und der Buddel voll rum. Ach ja. Ah, gleich sind wir da im Hafen. Alter, es ist jetzt schon ein halbes Jahr her, dass wir die letzte Jagd gemacht haben, ne? Ab wann geht's da wieder? September. Ab jetzt Juni, es könnte sich ausgehen. Ja, sag ich doch, bist du da unten, dann ist wieder Jagdsaison. Ach, ja, okay, wir hatten sowieso nichts. Nee, wir müssen auffüllen, glaube ich, an Nahrung und so, ne? Naja,
Ah, warte, jetzt könnte ich eigentlich ganz kurz den Trade ändern. Denn der betrifft ja alles, was wir kaufen. Richtig? Ja. Wieso geht das jetzt nicht? Ach, geht das nur beim Level Up oder was? Ach, shit. Hat Also sich ist das es Spiel dauerhaft festgelegter oder was? auch gedacht, ja, hey, verarschen kann ich mich nicht. Wahrscheinlich, wenn wir das nächste Level Up haben, dann können wir es auswählen. Oder liegt es daran, dass wir im Hafen stehen? Ne, wir sind beim Schiff unterwegs, im Hafen, ich weiß es gerade nicht. Ja, warte, ich reise mal ganz kurz ein bisschen weg. Skill? Assign? Nö. Ach, schade. Hat sich das Spiel wahrscheinlich auch was dabei gedacht. Verarschen lassen Sie mich nicht. Hier Bugs ausnützen. Haben wir eine neue Quest? Eh? Ah ja, die neue Quest. Die 50er. No. Toll. Alter, sind wir leer gesoffen. Da haben wir so einen fetten Krugsäufer an Bord. Wer ist denn das schon wieder von euch Ratten? Neun von 13, okay. Neun. Roscoe hat ein Level abgehabt, scheinbar. Dir sagt gar nichts da. Schmeißt gar nicht eine Runde Krug für uns. Ah, guck, aber die sind neu zum Beispiel. Kalu oder Kahu? Kannte ihn noch nicht. Also wir könnten nun zum Beispiel, wenn du willst, den Anthony rauswerfen und gucken, ob wir irgendwie Kaleidoskop oder wie die unten heißen kriegen, ob die irgendwas Tolles haben. Kaladohu? Ja, ein HP per Level. Eher weniger. Den können wir uns nicht leisten nach dem Feuern. Moral ist auch scheiße. Nee, das lohnt nicht. Was ist mit Kalei Halle Hulla? Kamanka, der hat nichts Wie steht da Besonderes. drüber, Mann? Ich... Halle, Kalei Halle, Hui Hule. Hulla. Weniger Essen. Und das ging Menschen, der Na, Skill. Das ist na. nicht so geil. Ja. Nee, die sind nicht so gut. Nö, die will ich Muss ich nicht. sagen. Und Roscoe war der Gourmet. Mit dem Blubber. Der Gourmet mit dem Blubber. Der Gourmet mit dem Blubber. Wäre auch so ein toller, so ein Name für so eine Serie. Croc Consumption, Damage in Combat against Sea Creatures. Aber gut, Roscoe macht eh nie Schaden, also. Das wäre mal praktisch für so einen Kämpfer. So ein Strong Trade. Ja, wobei das Ding daneben eher nicht so gut für einen Kämpfer ist. Mit dem Grog? Ja, ein besoffener Kämpfer. Oh, der hat schon zwei Skills. Cool. Ab Stufe 5 vielleicht, dass man schon zwei haben kann. Hätte ich jetzt vermutet. Ah, okay. Und hier. Was ist denn der für ein Pizzaroller? Oder? In vivo Testing? Experience Points, Sea Creatures. Okay. Nicht schlecht. Für alle Leute auf dem Wahlboot. Aber Nachteil. Moral for Moral. Crew Members Death. Okay. Okay. Ja, es stirbt schon keiner bei uns, Kalua. Nein. Aber Adam ist auch ganz gut. Adam ist besser, ja. Nee, lass so Sorry, bleiben erstmal. Kalua. Okay, dann haben wir eingekauft. Können wir loslegen. Jo. Sail away. Runter nach Das Korowiga. sollen wir da erst zuerst mal hin? Ja, lass nur mal ein bisschen jagen und Geld machen. Bisschen Vielleicht auf kriegen wir der. es mit dem besseren Schiff noch hin, bevor wir rüber segeln. Ob sich's Wir haben aber ja ausgeht bis Juni. keinen Zeitdrang, nach da hinten zu segeln eigentlich. Ach so, das geht erst im Juni los. Naja. Oh,
Das ist der Nachteil. Ja, dann können wir auch nach in Tuba da hin. Na, da weiß ja, dass das da Oh, warte. Der Symbol. Oh! Da Sturm. Ist Sturm! Da ist ein Sturm! Und das Symbol für die Piraten ist weg. Wo sind sie denn? Hallo? Piraten? Hallo? Ah. Das wird jetzt lustig. Ich würde dann die küstennahen Gebiete vielleicht erstmal vermeiden. Schon wieder ein Sturm, ey. Was ist denn da los? Stürmische See, da ist noch einer. Achtung. Kommen wir da mal rüber? Was jetzt? Was? Jetzt gut. Ach, wir saufen. Jeder merkt, dass wir saufen. Herr Captain, voll besoffen. Ja, was habt ihr denn alle, ihr Wichser? Also, das ist gar nicht so gut. Nee, finde ich auch nicht. Adam hat weniger Moral und ist nicht. Und deine T-Moral ist removed, das ist auch nicht gut. T-Moral, T-Total. Ja, T-Moral, T-Total, mein Gott, das ist dasselbe. Hier einfach 0 wäre eine Idee. Oder was haben wir sonst? Drunkia Trade. Oder minus 1 Prestige. Was haben wir noch? Scientist Adam Moral, Captain Tutorial Added. Dafür ein Prestige opfern oder? Minus 2 Moral, minus 2 Prestige. Es wäre schon schön, wenn wir dieses alkoholische Ding loswerden. Ja. Kannst du es hier vielleicht speichern und wir probieren es aus, wenn es nicht klappt? Oh. Ich frage ja nur mal. Ich frage für einen Freund. Nee, geht leider nicht. Oh, dammit. Also das erste ist ganz kacke. Das hier... ist auch eher nicht so toll. Na gut, dann würde man den Drunkyard loswerden. Ja, aber nur zu 33%. Und ein Prestige verlieren? Ja, Prestige verlieren wir hier so oder so. Wir verlieren es bei beiden Varianten, entweder 1 oder 2. Ja, aber in Variante 1 würde noch Moral dazu kommen. Und nicht nur das Alkoholische würde weggehen, wir würden sogar Anti-Alkoholiker. Ein T-Totalist. Ja, komm, dann probieren wir es. YOLO. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wir werden alle sterben. Oh Gott. T-Totalist. Ah doch, ja, passt. Es hat geklappt. Wupp, wupp. Ist das jetzt auch wirklich weg? Oder sind wir immer noch Säufer? Nee. Gut, sehr schön. Nur noch positive Sachen. Wupp, wupp. Voll der Anti-Alkoholiker auf einmal. Alkohol ist scheiße. Ich hab's immer schon gesagt. Und alle so, Captain. Ey, Captain, aber Sie sitzen noch direkt neben dem Grogfass. Ich hab's auch gerade eben erst entschieden. Hör auf damit! Ja, theoretisch dürfen wir noch nicht mal ausgenüchtert sein. Ja gut, immer wenn man noch fett ist, sagt man dann oft so, ja, nie wieder Alkohol. Ja, ja. Spätestens mit dem Hangover am nächsten Morgen. Gibt's das eigentlich auch in Deutschland den Ausdruck, dass man noch fett ist? Also im Sinne von besoffen? Nein, oder? Nee, den gab's hier nie. Okay. Also es gibt hier den Ausdruck eben halt, Ja. Ich weiß gar nicht, also... Wie nennt man das denn sonst noch? Besoffen? Ja, das ist der Zustand. Verkatert? Aber auch schon verkatert. Verkatert könnte man sagen, ja. Sturm. Sturm könnte man sagen. Sturm könnte man sagen. Stürmische Nacht. Ich will mir das überlegen, was haben wir denn immer gesagt? Wir haben immer, wenn man viel, dass man viel Wasser trinken. Dehydriert? Durch die Dehydrierung, haben wir immer gesagt, man hat Brand. Okay. Weiß ich, ob man aber das bei euch auch sagt. Aber wie ist dann das Eigenschaftswort? Was? Gebrandet.
Nee, man sagt dann einfach nur, ich habe voll den Brand. Okay. Weil man dann einfach wie ausgetrocknet, ausgedürrt, ja, und dann will man einfach nur Wasser, 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 Wasser. Mhm. Gebrandmarkt. Das ist man sowieso, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Liebe Kinder, hier hörst du erst. Ich bin gespannt, ob die Eisberge und Strudel da unten noch sind. Jetzt im April, ja. Ja, toll, gleich ist Jagdsaison da drüben, ey. Ankerwerfen und zurück! Vor allem jetzt genau, wo auf Strömungshöhe der Gegenrichtung sind, das wird super. Ja, das war schon nicht schlecht, das Gebiet da. Da haben wir schön Asche gemacht. Mal gespannt, ob wir ja, noch, was wir noch so für Gebiete entdecken. Ich habe ehrlich gesagt die totale Übersicht der Zeit verloren. Ich denke mal, da wird es auch noch einiges geben. Boah, eine Stunde. Also wir können fast zwei Folgen draus machen. Jetzt also noch fünf Minuten machen. Aber der Strudel war eben noch da, der ist null gewandert. Ja, Klippen. Bett, wo hat er... Klipp und klar, nein, also, nee, bitte. Ja, was denn? Was ist denn da? Er ist gerade in die andere Richtung wieder gefahren. Ist nicht so gut. Manchmal ist die Navigation nicht ganz so geil. Hab ich so das Gefühl. So. Imi Tupa, wir kommen. Da war so gar nichts los, oder? In dem Hafen. Nee, das war so. Die haben noch nicht mal einen richtigen Hafen. Die Durchläufer. Zeitung. Ach, das war dieser Verteerte. Nee, der Verteerte war, glaube ich, ganz links, oder? Hä? Ja, jetzt. Ich will doch da hin. Wo ist er denn hin? Hallo? Ich glaube, der kann nur von oben rein segeln. Ah ja. Geschafft. Ja doch, Zeitung haben die, okay. Ich hab sogar Zeitung. Okay. Job, so rum war es, genau, ja. Alter, ist auch ein Großbrand da in der Zeitung, oder? Ist auch interessant, schau. Level 1. Ein also Stern. Wie viele Jobs man für diese Stadt erledigt hat, desto höher ist der Ruf hier. Ah, denkst ja vielleicht, was? Ja. Wäre interessant, wie das dastehen würde. Wenn du mit der Maus über die Sterne gehst? Nix, nur dass man es aufmachen kann. Ne, ich meine die Sterne ein bisschen weiter unter der Brille oder was es ist. Nix. Okay. Ich liebe dieses Spiel, die Null. Ja, mal. Stellaris und Co. Und wenn du hier drehst, dann passieren mit 50 anderen Sachen irgendwelche Sachen. Ja, und wo und was? Sagen wir dir nicht. Überraschung! Surprise! Oh, Alter, jetzt haben wir aber auch nicht Krog. Wo haben wir denn den her? Ja, wo ist unser ganzes Geld hin? Wir hatten mal 3000. Es ging drauf für das ganze Essen. Okay. Ja, aber Krog, hallo? Seitdem keiner mehr säuft? Und da steht auch nichts mit dem Sternen, ne. Okay. Okay, the way. Ja, geil. Ja, da würde ich sagen, machen wir mal. Haben wir noch überhaupt? Wir haben gar keine Zeit mehr, oder? Ja, so ein paar Minuten noch. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir Kursrichtung in den Tacket und dann können wir die ganzen Freckles da oben mal abhaken. Ja. Warte, Horta liegt auf dem Weg. Geht auch, ja. Oder Nantucket wegen dem Upgrade. Und dann Horta. Geht auch. Ich würde sogar fast eher sagen Nantucket, dann den Freckle über Nantucket und dann Horta. Aber das wird sich zeittechnisch, glaube ich, alles nicht in 5 Minuten... Ja, 5 Minuten locker.
Jetzt Warp Speed. Gibt es hier eigentlich echt keinen Vorspulbutton? Ich meine. Ich sehe keinen. Was ist denn da unten bei der Uhr, die sich da dreht? Ist da irgendwas? Click to pause. Klicken oder so. Ah! Das sieht so wohl. Das ist denn bei einfach? Okay. Also ja. Das, was wir die ganze Zeit verwenden. Hä, dankeschön. Ja, bitteschön. Ja, so geht das gleich voran, aber ist halt auch der Nachteil, wenn ein Sturm kommt, muss man da echt schnell aufpassen. A few people reported Ratten! Weißt du, da hält man einmal in Südamerika an, schon hast du Ratten an. Oh, Typhus! Ja, geil! Anthony, ja gut, ich wollte mir irgendwas loswerden. Oh, und 50% Chance, dass wir die killen? 55%? Oder Adam? Da würde ich eher den Anthony schicken. Oder. Ja, gut. Achso, nee, ist auch scheiße. Das ist absolut kacke. Was steht denn da eigentlich? There's no character with the Hunter's Skill in your crew. Hä? Es gibt auch einen Skill für Rattenjagen. Feinstellen. Sieht dann so aus wahrscheinlich. Wobei, das sieht ja aus wie Schildkröte, aber naja. Hey, jetzt kommen die Hero Rats. Ja. Ja, dann machen wir das erste, alles oder? Splinters. Ja, ja. Oder Adam? Adam oder Anthony? Eher Anthony, oder? Eher Anthony. Adam war zu wertvoll. Anthony hat das mit dem Lay, aber er ist auch lazy. Und Adam hat halt mehr gute Skills. Ja. Ja, sorry Anthony, ne? Okay, gut. Alles easy, Anthony. Ja. Der Sturm kam auch ein bisschen spät. Ja, dachte ich auch gerade. So. Level up. Oh. Jetzt. Aus dem Nichts heraus. Schauen wir erstmal die Skills durch. Kostet immer noch 2. Es ist immer nur der aktuelle, den wir verwenden können auf Dauer. Ja. Da weiß ich auch nicht, ob das so. Dann sollte man eher das erhöhen, oder? Eher in die Masse, Moral, ne? Die Länge gehen, ja. Da. Ja. So schade es auch um das Bluten ist. Ja, schlecht wäre es echt nicht mit dem Bluten. Oder das hier machen. Wäre auch eine Idee. Aber das kostet halt auch 2. Ja. Es kostet alles 2 gerade. Müssen wir das dann machen? Ich meine, man muss ja dann offensichtlich irgendwann mal 2 ansparen. Wenn man auf Level 5 ist, dann können wir 2 nehmen. Also beim nächsten Level up haben wir 2 Skills, ja. Ja, warten wir. Warten wir sonst erstmal. Ja, passt. Dann warten wir doch einfach mal. Was haben wir denn? Sailing oder Hunting? Sailing. Sailing. Andort gesprochen. Was? Points undersigned? Achso, ja. 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 Ich hoffe, die verfallen nicht. Warte mal. Ja? Guck mal da drauf. Ich glaube, die sind jetzt verfallen. Oh, nö. Aber wie will man sich denn das dann ansparen? Das kann ja gar nicht anders sein. Vielleicht gibt es aber einen gewissen Level dann einfach immer 2. Cost 2 points. Ja, eben stand da irgendwie bei Skills 1 point left oder irgendwie sowas. Ja. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr. Oder beim nächsten Level up wahrscheinlich. Weil jetzt kann man auch keine Skills wechseln. Ja. Also ich hoffe einfach mal, dass beim nächsten Level up dann 2 da sind. Drückt uns einfach die Daumen. Toi, toi. Ja, zurück in alten... Oh, was haben wir denn da? In alten Gebieten. Ein Wrack. Ah, die Flora. Flora. Und wo die Fauna? Kommt auch noch. Die liegt daneben.
Okay, ein großes Deck, großes Loch im Rumpf. Oder Hülle. Hülle, Hülle, Hülle. Und. Ah, wir hätten wieder diese Chance mit 300 Dingens mitnehmen. Oh, 10% einer stirbt. Okay, ja, was tun wir? Oh, Anthony! 20%, nee. Das mit den Barrels. Oder Prestige. Ja, dann wieder das mit den 300, oder? Nur. Ein Glück, ey, das gibt's gar nicht. Alter Schwede, ey. Roscoe war gut, oder? Ja, der war schon hier. Fuck, ey, der hatte gute Skills. Er hat das mit dem Blubber gemacht. Keiner blubbert mehr für uns. Oh Gott. Roscoe. No. Sturm. Gottes Willen, ey. Am Regen in die Traufe. Alter Schwede. Jo, aber wir können wieder wen einkaufen. Ja, läuft. Scheiße. Immerhin haben wir jetzt das hier abgegradet. Theoretisch. 70 Cargo. 70, nice. Okay. Jetzt können wir diese andere Mission in Honolulu machen. Ah. 5700, die sind da auch alle gleich teuer. Ja, und dass wir mittlerweile kaum noch Geld haben. Ja. Ich weiß nicht, wo es hingeflossen ist, die ganze Fahrt über. Ins Meer gespült. Ja, echt mal. Jobs, accept in progress, unveil the grace destiny. Achso, haben wir noch nicht gemacht. Nee. Aber, oh, 25, ja, das wird gehen. Das wird sich anbieten, weil das ist noch ein Schiff, was wir irgendwie finden sollen auf der Strecke. Ja, ich. Wir müssen eh irgendwie nach Petershead. Sehr schön, das nehmen wir mit. Und dann müssten wir eigentlich schauen, ob wir jetzt so einen neuen Dude kriegen. Oh, wie viel könnten wir. Alter, wir könnten jemanden einstellen, der richtig stark ist. Guck mal, wir haben. Sieben vier, sogar, sieben. Oder? Hui. Ja. Und wir brauchen niemanden raushauen. Around Cape Horn to Frisco Bay. Hüda, hüda. Around Cape Horn in 91 days. Hüda, hüda, hey, oh, blow for his blow for California, oh. There's plenty of gold, so I've been told, on the backs of the Sacramento.